Kammersängerin Martha Mödel, begrüßt von Knappertsbusch. Unvergessen als Kundry in Parsifal. Meine erste Begegnung mit Knappertsbusch war in Bayreuth 1951, die Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele nach dem Kriege. Und ich durfte mit ihm Parsifal machen. Es war auch mein erstes in Bayreuth, natürlich nach der Wiedereröffnung. Und ich war glücklich, das können Sie sich denken, ich war selig. Knappertsbusch machte ja nach wie vor keine Proben, das wollte er nicht. Ich glaube, eine Einzelprobe mit ihm habe ich überhaupt nicht gehabt, sondern eben Ensembleproben und Proben mit Orchester. Die Bühne damals in Bayreuth war von Wieland Wagner in meinem Akt, dem zweiten, nur mit einer großen Torte ausgestaltet. Das sah so aus wie eine Torte. Es war ein riesiges, rundes Plakat, in dem ich ganz hinten auf dem Erdboden lag und nun Knappertsbusch saß. Ich sah von ihm nur die Augen, die Stirne und wenn er einen Einsatz gab, so ein Stechen in die Luft. Und ich natürlich für Bayreuth eine Anfängerin. Die Akustik ist wohl wunderbar für den Zuhörer, aber der Sänger hat es nicht sehr gut. Denn er bekommt erst einmal den Schwall des Orchesters rauf. Naja, es ist eben nicht ganz einfach. Ich habe mich also sehr bald zurechtgefunden, habe mich auch damit zurechtgefunden, dass ich von ihm kaum was sah. Und dann habe ich immer die Töne etwas kürzer gehalten, damit ich wieder den Orchesterklang hörte. Denn diese Stelle war ja rein Piano. Ich habe mich sehr gut mit ihm vertragen. Aber wie gesagt, ich glaube, das sagen auch meine Kollegen, einen richtigen Zugang, einen menschlichen Zugang zu ihm habe ich nicht gefunden. Der war nicht da. Warum, das weiß man nicht. Knappertsbusch war ja ein Riese, nicht nur an Größe, sondern auch als Bedeutung, als Dirigentenbedeutung. Und man hatte eine gewisse Abstand von ihm schon, man hatte Respekt und so. Aber wie gesagt, einen Zugang zu ihm gab es nicht. Ich musste alles eben vom Musikalischen und von dem Abend hernehmen, an dem man sang und mit ihm zusammen auf etwas gestaltete.